Hallo, hier bin ich mal wieder und zwar mit einem Video, was ihr euch relativ häufig gewünscht habt. Wir haben gerade auch ein bisschen Abonnentenzuwachs, was mich natürlich freut. Ich bekomme aber auch super häufig die Frage, wer bist du denn eigentlich? Was sind deine Pferde? Was sind das für Ponys, die die Kinder reiten? Und deswegen werde ich heute mal so ein kleines Vorstellungsvideo einfach machen. Ich mache das jetzt relativ spontan. Ich hätte es euch super gerne am Stall gedreht, aber ich denke, ich brauche es gerade nicht groß zu thematisieren. Jeder weiß, welche Problematik gerade vorherrscht, und zwar die liebe Corona-Problematik. Und es ist natürlich so, dass wir so wenig Zeit wie möglich am Stall verbringen sollen, damit einfach jeder auch Zeit für sein Pferd hat. Und deswegen werde ich mich natürlich jetzt gerade nicht am Stall hinstellen und da ewig Video drehen, sondern wenn ich am Stall bin, dann arbeite ich recht zügig meine Pferde und schaue, dass ich dann auch wieder nach Hause fahre. Hier habe ich aber jetzt schön Zeit, um euch ein Video aufzunehmen. Und ja, ich fange erstmal kurz mit mir an. Ich bin Susanna, ich bin 25 Jahre alt, ich arbeite Vollzeit in einem Job. Ich gehe da jetzt mal nicht näher drauf ein, das ist für euch, glaube ich, auch nicht so wichtig. Es ist ein Bürojob und studiere nebenbei noch. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften und schreibe aktuell dann bald meine Bachelorarbeit ab Februar. Und ich besitze drei Pferde. Das ist einmal der Haflinger Apoldas. Das ist mein allererstes Pferd gewesen. Den habe ich mit 13 bekommen. Damals war er ein Fohlen, habe ihn selber ausgebildet, bin mit ihm bis A2 Sterne springen gegangen und bis A-Dressur. Möchte aber gerne mit ihm auch anfangen, dann L-Dressuren zu reiten, wenn sich alles wieder ein bisschen normalisiert hat, Turniere wieder sind und so weiter. Und sofort, oh, mein Arm fällt ab. Ganz schön anstrengend, das hier den Zett hochzuhalten. Ich sollte mir mal so ein Stativ oder sowas besorgen. Das zweite Pferd, das ich dann gekauft habe, war Quentino. Der kam als Schlachtpferd zu uns. Die haben wir sozusagen bei uns im Verein gerettet. Und ich habe mich später entschieden, ihn in meinen Privatbesitz zu übernehmen, also abzukaufen. Das ist ein deutsches Sportpferd. Er ist jetzt mittlerweile 9-jährig ab diesem Jahr. Achso, bei Polly habe ich es gar nicht gesagt. Polly ist 2008 geboren, ist also dann jetzt 13 ab 2021. Hat aber eigentlich erst im April Geburtstag. Quentino kam 4-jährig zu uns, konnte allerdings noch gar nichts. Den habe ich ausgebildet. Der läuft im Springen grundsätzlich auf A-Niveau. Letzte Saison hatten wir allerdings da ein paar Problemchen. Im Training läuft er auf einem sicheren A- bis L-Niveau und ich hoffe, dass wir das auch bald auf Turnier vorstellen können. In der Dressur läuft er ja bis A-Niveau. Ich stelle ihn aber meistens nur E vor, weil Dressur einfach nicht seine Stärke ist. Er da auch nicht so die Konzentrationsfähigkeit hat und es ihm einfach auch nicht so viel Spaß macht. Mein drittes Pferd ist ein Jungpferd. Das habe ich mir vor 2 Jahren, das ist schon wieder her, habe ich mir 2-jährig geholt. Auch ein Kidam de Revel Nachkomme, genauso wie Quentino. Das ist Caspar, also offiziell heißt er Casparo. Und ist jetzt ab 1.1. ist er jetzt 4-jährig. Der Schimmel, der Große, der ist 1,70 groß. Ich arbeite aktuell mit ihm interessurmäßig EA sowas. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck Cola zu mir nehmen. Ich bin schon vollkommen ausgetrocknet hier. Im Springen haben wir noch nicht, also haben wir begonnen, aber ist noch kein Stand absehbar. Das ist alles erstmal Basic-Gewöhnung, Stangengewöhnung. Aber ist natürlich mein Ziel, ihn dann noch auf Jungpferdeprüfung, also Springpferdeprüfung vorzustellen. Aber ja, da muss man erstmal gucken, wie sich die Situation entwickelt, ob es wieder Turniere gibt und so weiter und so fort. Das erstmal zu mir. Reiterlich vielleicht zu mir. Ich habe angefangen zu reiten mit 9. Wirklich interessiert für den Sport, also auch die Tiefe des Ganzen zu verstehen und nicht nur auf dem Pony rumzujuckeln. Kam erst mit 16, mit 17 sowas. Dann habe ich auch angefangen, regelmäßig Reitstunden zu nehmen und die Tiefe des Reitsportes zu verstehen eben und nicht mehr nur mit dem Pony durch den Wald zu jochen. Habe dann auch mein Reiterzeichen 5, das hieß aber damals noch Reiterzeichen 4, das war noch die alte Bezeichnung, gemacht mit 17, glaube ich. Dann auch angefangen, so ein bisschen Turniere zu reiten, aber nicht besonders intensiv. Auch dann recht schnell wieder aufgehört, nach so 2, 3 Turnieren mit den Ponys meiner Trainer. Hatte selber auch kein Pferd, was turniermäßig lief, hatte damals nur Poldi und der war da erst 4. Und so richtig wieder interessiert habe ich mich dann so mit 18, mit 19. Da habe ich dann auch mein Reitabzeichen 4 gemacht, weil ich gerne meinen Trainerschein mache, was hoffentlich, ist gerade kein Holz zum Draufklopfen, dieses Jahr dann auch trotz Corona umsetzbar ist, sodass ich hoffentlich Ende des Jahres mich auch offiziell Trainer C im Basissport nennen kann. Das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir. Und auf Turnier bin ich mittlerweile geritten. Also ich bin eine L-Dressur geritten, allerdings auf WBO-Niveau. Ansonsten bin ich sehr viele A-Dressuren geritten und im Springen eben bis A2 Sterne. Das war so das Höchste, was ich geritten bin. Mein Ziel ist es aber definitiv, L-Springen auch zu reiten und eben gerne auch mal eine LPO-L-Dressur zu reiten. Das sind schon reiterliche Ziele, die ich habe. Und mit Percy, also das ist ein neues Pferd, schon schwierig. Ich versuche das so darzustellen, als wüsstet ihr gar nichts von uns. Aber so ein bisschen Wissen muss ich
Auf ein bisschen Wissen muss ich zurückgreifen. Also Percy ist ein Pferd, ein Vereinspferd, was wir jetzt neu gekauft haben, das selber bis M-Springen gelaufen ist. Und ich hoffe natürlich, dass ich mit ihr dann meine ersten L-Springen auch gehen kann, um einfach ein sicheres, erfahrenes Pferd unter meinem Popo zu haben. So viel jetzt zu mir. Dann gehen wir weiter mit dem Verein. Also ich reite in einem Reitverein, den ich zusammen mit meiner Mutter auch mit aufgebaut habe. Also der ganze Reiterhof und der Verein, wo meine Pferde stehen, wird von meiner Mutter betrieben. Und die Pferde gehören sozusagen dann auch meiner Mutter, die Schulpferde. Meine Mutter hat ihren Trainer C im Westernreiten gemacht, reitet selber also Western und betreibt eine Zucht bei uns. Also wir züchten Drum Horses. Seht ihr auch einige Videos, wir stellen die dann auch auf den Stud-Leistungsprüfungen vor. Das macht dann meistens ich. Was gibt es dazu noch zu sagen? Insgesamt haben wir ja bei uns am Hof etwa so 30 Pferde, davon aber etwa 10 Einsteller. Der Rest sind dann eben Schulpferde. Das sind die Ponys, die ihr seht, wenn ich euch die Kinder zeige. Na, die nächste Frage. Was für Kinder zeige ich euch denn überhaupt? Ich zeige euch natürlich nicht alle Kinder, die bei uns auf dem Hof kommen und irgendwelche Reitstunden nehmen. Das würden wahrscheinlich die meisten Eltern auch nicht wollen. Sondern die Kinder, die ich euch in den Videos zeige, das sind meine Förderprogrammkinder. Das Förderprogramm ist eine Initiative, die ich bei uns mit aufgebaut habe. Das soll die Förderung von Kindern erzielen, die Interesse am Turniersport haben, aber neben dem sportlichen Talent, was dafür natürlich Voraussetzung ist, auch die soziale Komponente bei uns bedienen, also auch mal den Kleinen helfen und gucken, wo man vielleicht am Stall auch mal mit anpacken kann und ja, so ein bisschen auch einfach unsere Werte widerspiegelt mit Nächstenliebe und mit Hilfsbereitschaft. Und wir sind absolut mobbingfreie Zone, das ist uns auch sehr wichtig. Wir machen auch sowas wie Behindertenreiten. Wir haben viele Kinder, die aus sozial benachteiligten Familien kommen bei uns im Hof, die da auch gerne kostenlos ihre Zeit verbringen dürfen, die, also aktuell in Corona-Zeiten, vorsichtig natürlich, aber ich spreche jetzt vom Grundsätzlichen, also nicht von der aktuellen Corona-Zeit, nicht, dass gleich alle schreiben, was, wieso dürfen Kinder bei euch auf dem Hof kommen, Corona? Keine Sorge, wir halten uns natürlich an Corona-Richtlinien, aber rein grundsätzlich ist das unser Konzept und von unseren Förderprogrammkindern erwarten wir, dass sie eben auch diese soziale Komponente erfüllen und möchten sie nicht erleben, wie sie irgendwelche Kinder blöd anreden oder sich selbst als was Besseres empfinden, weil sie Turniere reiten dürfen. Dieses Förderprogramm wird von mir einmal in der Dressursparte und einmal in der Springsparte unterrichtet. Die Kinder wähle ich mir je nachdem aus. Also ich sehe ja die Kinder, die bei uns am Hof rumlaufen. Ich sehe sie auch reiten. Und wenn ich das Gefühl habe, dass sie reiterlich auf einem sehr guten Stand sind und einfach auch das Interesse haben, Turniere zu reiten und diese Tiefe des Reitsportes, die da halt einfach gefordert wird, die einfach über ich sitze auf dem Pferd und ich kann alle drei Grundgang reiten hinweggeht. Wenn ich das Gefühl habe, dass sie da Interesse drin haben, dann ja, spreche ich sie an und werbe sie sozusagen für mich an. Eine Förderung ist es deshalb, weil sie für diese Reitstunden nur einen sehr geringen Betrag zahlen müssen und nicht wie sonst den normalen Betrag, da einfach die Seite des Pferdes und des Platzes, die ja in der Reitstundengebühr drin sind, wegfallen. Also das wird sozusagen vom Verein gesponsert, dieser Teil. Deswegen ist der Betrag der Reitstunde da kleiner. Ja, diese Kinder, die zeige ich euch hier auch in den Videos. Natürlich ist das mit den Eltern abgestimmt, einfach um euch da auch die Entwicklung zu zeigen. Und diese Kinder starten für uns, also für unseren Verein, auch auf Turnier. Und diese Turniervideos seht ihr auch. Genau, die Kinder selber haben sich gerade erst vorgestellt. Da müsst ihr mal ein paar Videos zurückscrollen. Da hat sich das ganze Förderprogramm ganz lieb vorgestellt. Natürlich Corona-konform mit Sprachnachrichten und nicht mit Videos. Und ich überlege gerade, ob es noch irgendwas Spannendes dazu zu erzählen gibt. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das war eigentlich so jetzt alles, was in den Videos vorkommt. Wie gesagt, die Pferde, die ihr seht, das sind eigentlich dann, wenn es nicht meine drei Pferde sind, ausschließlich Schulpferde. Es gibt natürlich ein paar Förderprogrammkinder, die eigene Pferde besitzen und dann reiten die ihre eigenen Pferde, aber das sage ich dann meistens in den Videos auch. Und wenn ich euch ein Pferd im Video zeige, was jetzt irgendein Einsteller ist, dann sage ich das eigentlich auch immer explizit dazu. Aber ich hoffe, das hat euch jetzt so einen kleinen Einblick gegeben von dem, wer ich bin und was die Kinder machen und wie diese ganze Konstellation eigentlich funktioniert. Ich überlege echt gerade nochmal, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie eine Frage vergessen, aber sie fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Aber ich glaube, das war eigentlich alles. Und ich überlege gerade, ob da beim Förderprogramm noch irgendeine Frage war dazu, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das Förderprogramm nicht so, dass man irgendwo eintreten muss. Und, also außer im Verein natürlich. Das müssen logischerweise alle Förderprogrammkinder, weil sonst können sie keine Turniere reiten, wenn sie nicht Mitglied in einem Reitverein sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwo pro Jahr eine Gebühr zahlen musst, um im Förderprogramm irgendwie zu sein. Sondern es ist mehr so wie so eine Ehre oder eine Auszeichnung in Anführungsstrichen, wenn man dafür dann auserwählt wird. Aber es gibt natürlich auch viele Kinder bei uns am Hof, die einfach auch grundsätzlich gar kein Interesse an diesem Turniersport haben. Und das ist jetzt nicht, also nicht wirklich eine Herabstufung, wenn du dann nicht im Förderprogramm bist. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist jetzt nicht so, dass
Nee, Förderprogramm, Kids, die cool sind und alle anderen, die uncool sind. Natürlich muss man einfach auch Interesse daran haben, diesen Sport ausüben zu wollen auf Turnierebene. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Wenn irgendwas unbeantwortet geblieben ist, schreibt es mir hier in die Kommentare. Dann werde ich es euch noch beantworten. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und ihr dürft noch zu euren Pferden. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Wir haben ja diese 15 Kilometer Radiusgeschichte jetzt seit, naja, ab Montag dann erst, aber ist ja jetzt schon im Gespräch. Der Stall ist von mir etwas mehr als 15 Kilometer entfernt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass es da, also dass das als triftige Ausnahme gilt dann, wenn man zum Stall fährt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Eigentlich will ich gar nicht so eine Corona-Debatte anfangen, aber egal. Schreibt mir ja gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da Erfahrungsberichte habt. Na, Erfahrungsberichte gibt es ja noch nicht, gilt ja erst ab Montag. Ja, ja, ich hoffe, dass sich das bald alles ja, zum Besseren verwandelt. Ich hoffe, alle halten sich brav dran, damit die Zahlen bald wieder runtergehen und es diese Saison vielleicht doch noch das ein oder andere Turnier gibt. Ich sehe da ehrlich gesagt ein bisschen schwarz, aber ich versuche positiv zu bleiben und ich hoffe, ich kann euch dann bald auch wieder Trainingsvideos geben. Das Gute ist, dieses Wochenende kommt sogar ein Trainingsvideo, allerdings ist das aus dem November, da war das nämlich doch erlaubt. Aber ja, ich hoffe ehrlich gesagt, dass es bald wieder insgesamt erlaubt ist, weil sonst seht ihr bald nur noch Videos von mir hier am Labern. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss!